Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr euch gerade fragt, warum ich so krank und müde aussehe, das liegt daran, dass ich krank und müde bin. Aber das ist kein Problem, denn Lena wird gleich herkommen und allein die Anwesenheit einer Medizinstudentin sollte doch so viel heilende Energie mitbringen, dass ich dann... Quatsch, okay. Spaß beiseite. Ich erzähle euch mal, was wir heute machen werden. Und zwar habe ich einen Kürbis gekauft, den ihr da sehen könnt. Und den werden wir heute ganz voll YB auscarven, also so schnitzen, dass da eben ein Gesicht drin ist. Und mit den Innereien des Kürbisses werden wir dann eine Kürbissuppe kochen. Und das zeigen wir euch. Und Lena kann ziemlich gut kochen, deswegen werde ich auf jeden Fall dranbleiben, um dieses nice Rezept nicht zu verpassen. Und das ist eigentlich auch ganz okay. Also ich habe das neulich großzügig in meinen Magerquark gemischt, auf deine Anweisung hin. Siehst du, und hat nicht schlecht geschmeckt. Ich muss erst hier oben nur breich machen. Ich wollte so, okay, und dann mache ich es kreis. Dann willst du es eckig machen. Nein, wir machen uns das so leicht wie möglich. Ich mag gerade sagen, es ist nämlich ziemlich schwierig. Ich muss ja ein bisschen körperliche Belastung, aber ich habe heute den ganzen Tag noch nichts gemacht. Was nimmt beim Sport heute? Nein, ich bin krank. Boah, ich bin jetzt gerade bloß ein bisschen aufgeputscht, weil ich vorhin so einen Aspirin-Komplex genommen habe ansonsten. Du musst aufpassen, du darfst nicht so gerade schneiden. Du musst so schneiden, sonst fällt der Deckel nachher durch. Okay. Vor allem dadurch, dass du heute geschminkt bist und ich nicht geschminkt bin, kann auch niemand mehr sagen, dass wir aussehen wie Schwestern. Kommt trotzdem locker wieder 100 pro. Ach du Scheiße. Girl. Warte mal, ich brauche mal das andere Messer. Geht auch besser im Stehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber mit dem kannst du richtig so sägen, weißt du? So, dass du so. Alles gut, es geht prima so. Ja, und wie geht man jetzt weiter vor? Mit roher Gewalt. Okay. Tada! Wow, nice. Love. You see that? Okay, und das. Das kann jetzt schon mal so, kannst du so abschneiden. Ja. Das ist mein cooles Messer dafür. Ja. Ein Allzweckmesser. Das ist wirklich. An sich sind die aber voll gut. Die sind wirklich gut. Setz dich mal wieder hin, sonst sieht man deinen Kopf nicht. Ja, okay. Setz dich auf deine W-Buchstabe. Ich bin leicht überdreht heute. Zu viel Kaffee getrunken. Leicht? Okay. Well done. Nice. Ich sehe schon mal richtig professional aus. So. Und jetzt geht es am besten mit dem Löffel tatsächlich. Okay. Ah, war es doch der etwas lieblos eingerichtete Balkon, den ich da unten gesehen habe. Da bin ich nicht hundertprozentig sicher. Ja, du hättest mir noch sehen müssen, vor ein paar Wochen stand hier noch Pfandflaschenlager. Genau. Aber seitdem ich keine Pfandflasche mehr kaufe, weil ich so viel Wasser trinke, weil Robin gesagt hat, du musst mindestens 3,5 Liter am Tag trinken, da habe ich gesagt, boah, ey, die so viel Pfandflaschen kann ich gar nicht schleppen. Vor allem, was das kostet, hör mal. Genau. Naja, ich hätte immer Ja-Wasser gekauft, aber ansonsten. Oh, ich sehe schon, es wird richtig effektiv heute. Ja, das smells great. Übelst lange keine Kürbissuppe mehr gegessen und die letzte war eklig. Das war nämlich eine von meiner Oma. Also nichts gegen die Kochkünste von meiner Oma, aber die macht immer so irgendwie Honig rein in Kürbissuppe und das schmeckt so. So ein Hauch ist okay, aber. Nee, das war kein Hauch. Das war, war viel. Will ich auch mal mitmachen hier? Ich habe heute noch gar keine Physical Activity gehabt. Soll ich das jetzt einfach alles da reinmachen und wir sortieren dann die Kerne raus oder wie meinst du das? Ich mach erstmal das Kleinteilige da so rein. Ich habe ja übermorgen meine erste Veranstaltung. Und wenn ihr das Video seht, dann ist das Video zu meiner ersten Veranstaltung. Apropos erste Veranstaltung, und dann, ja. Kurze Werbeunterbrechung. Ja? Moment. Okay, ich weiß, du arbeitest mit einem iPad, aber es gibt Dinge, die kann man einfach besser per Hand aufschreiben. Dankeschön! Ich habe da gar keinen. Ich habe überhaupt noch nicht dran gedacht, an so ein Federmäppchen. Ah, dankeschön. It's self-made. Was? Das hast du selber genäht? Yes, of course. Was? Das sieht 100% aus wie. Also, ich hätte das nicht, nicht gedacht. Das wow. You like it? Ja. Bitteschön. Darf ich da mal mit der Hand reinfassen? Nee, na klar, wir kochen das doch dann eh noch. Keiner gesehen. Ja, doch. Sich immer vorbereiten auf irgendwelche chirurgischen. Reparierkurse. Ja. Das matscht nicht mehr so. Okay, too much information. Ja, danke. So, wir wollten ja jetzt eigentlich in diesem Aushöhlerungsteil noch drüber reden. Ich habe mir extra noch Notizen gemacht. Was? Bist du deine Karteikarten her?
Oder ist es? Nein, es ist nur eine A4-Seite. Aber ich glaube, ich brauche die Stichpunkte gleich. Also, die Älteren sagen einem ja immer, macht euch nicht so viel Stress. Das erste Semester ist ganz entspannt und man denkt sich immer so, ja, ja, ihr habt gut reden, ne? Aber macht euch wirklich nicht so viel Stress. Man kommt durchs erste Semester und wenn man durch eine Prüfung fällt, ist das auch kein Weltuntergang. Der nächste Tipp, den ich für euch habe, hätte, bereitet kontinuierlich nach. Ja. Ich habe tatsächlich, ist mir das von Anfang an ganz gut gelungen. Ich würde euch empfehlen, dass ihr euch spätestens am Ende der Woche hinsetzt und das nachbereitet, was ihr in dieser Woche hattet. Guckt es euch an, fasst es zusammen. Lest nach, was ihr nicht verstanden habt. Mir hat es total geholfen, wenn ich mir in Vorlesungen oder Seminaren so in großen, bunten Kästen meine Fragen aufgeschrieben habe. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Ja, ich habe mir dann wirklich so stichpunktartig da hingeschrieben. Irgendeinen Stichpunkt und dann Fragezeichen, Ausrufezeichen, hätte dann so fette, bunten Kasten drumherum. Dann wusste ich immer während der Nacharbeitung, okay, das habe ich nicht verstanden, das sollte ich mir wohl nochmal genauer angucken. So. Ich fand das total hilfreich, irgendwie, dass man dann nochmal so... Die werde ich auch machen. Weil jetzt wird es ja tatsächlich mal so sein, dass ich bestimmt gewisse Dinge nicht verstehen werde. Den Hint hat, wo man nochmal nacharbeiten muss und das fand ich super hilfreich. Ich habe es tatsächlich... Auch mal mitmachen? Ja, kannst du gerne sofort. Ich fand es tatsächlich dann zum Ende hin sogar noch besser, dass ich spätestens so zur Mitte der Woche hin das komplett nachgearbeitet hatte, was ich bis dahin hatte und dann vorbereiten konnte, was dann passiert, sodass ich am Wochenende auch mal ein bisschen Freizeit hatte. Weil du warst richtig drin im Vor- und Nachbereitungsgame. Ja, ich war, also im Vorbereitungsgame bin ich noch nicht so drin. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel fürs nächste Semester. Aber im Nachbereitungsgame war ich ganz gut drin. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, weil sonst stehst du halt am Ende des Semesters da, wenn dann die Prüfungen gehen. Und dann musst halt alles, alle deine Mitschriften, ja, die irgendwie total krankelig sind, nochmal irgendwie ordnen und dann noch lernen und das schaffst du nicht. Also das ist halt, also man schafft es schon. Ich habe einige Freundinnen, die es so gemacht haben. Ja gut, aber haben die so gute Prüfungsergebnisse wie du? Bestimmt nicht. Die haben tatsächlich auch bestanden, alle. Ja, aber die sind halt auch mit gut, also... Zum Teil auch mit gut. Ich weiß nicht, bei allen die Noten ist nicht so wichtig im Studium. Hast du so einen Eislöffel, so einen Portionierlöffel? Nee, ne? Mm-mm. Ich so, als ich dir irgendein fancy Kitchen-Tool hab. Kannst du groß sein, wenn meine Teller reichen. Und dann, wie habe ich letztendlich gelernt? Also ich habe nach den Modulen gelernt. Unser Semester hatte 4 Module, davon waren 3 prüfungsrelevant. Und dann hatten die einzelnen Wochen der Module immer noch unterschiedliche Themen und ich habe dann halt nach Modulwochen gelernt und mir dazu zum Teil nochmal Karteikarten gemacht, die fertigen Ausarbeitungen geschrieben. Ja, und am Ende ist und bleibt einfach viel auswendig zu lernen. Es gibt viele Dinge, die man besser verstanden als auswendig gelernt hat. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Tipp, dass wenn es die Möglichkeit gibt, Dinge zu verstehen, die Möglichkeit gibt es auch, dann versteht die Dinge und lernt sie nicht nur stumpf auswendig, weil... Ich glaube, das behält man dann auch viel länger, ne? Ja, auf jeden Fall. Und es passiert euch halt auch viel weniger, dass ihr dann in der Prüfungssituation nachher da sitzt und denkt, wie war das? Verdammt, wie war das nochmal? Aber das passiert euch nicht, wenn ihr das wirklich verstanden habt. Ja. Aber ich glaube, am wichtigsten ist trotzdem immer noch, dass ihr irgendwie immer versucht, euch auch für das zu interessieren, was ihr lernen müsst. Sucht euch immer wieder auch Themenbereiche, die euch besonders spannend erscheinen, die euch persönlich bereichern, wenn ihr sie lernt. Und dann fällt es auch leichter, die Dinge mitzunehmen, auf die man eigentlich jetzt nicht so megamäßig Bock hat. Und ganz ehrlich, die gibt es halt auch in jedem Studiengang. Soll ich mal wieder? Eine Handfette. Ich fand übrigens voll schön, dass du gestern das Posting darüber gemacht hast, dass, ja, man sich nicht immer so 100% wohl fühlt. Ja. Ich habe auch viele Nachrichten dann noch bekommen, dass es halt voll vielen Leuten genauso geht. Also hätte ich gar nicht gedacht. Viele schreiben mir halt immer so, ja, wie schaffst du es immer so positiv zu sein? Wie schaffst du es immer so gut gelaunt zu sein? Und ich denke mir so, ja, also ich meine, wenn ihr halt, also
die Leute sehen ja immer nur so einen kleinen Teil von meinem Leben durch halt Videos und durch Bilder. Und natürlich versuche ich da halt positiv drauf zu sein, weil keiner irgendjemanden zugucken will, der die ganze Zeit negativ drauf ist, ne? Aber das heißt ja nicht, dass es immer so ist. Ja. Und das ist auch bei niemandem anders so. Auch bei keinem anderen YouTuber kann mir niemand erzählen, dass irgendjemand 100% immer gut drauf ist oder immer so gut gelaunt ist wie in den Videos oder auf den Bildern. Vor allem halt solche Leute, die auf jedem Bild so irgendwo hinlachen, ne? Ja, das glaube ich, nicht vergessen. So, jeder zeigt von sich am liebsten nur die schönste Seite und die beste Seite und da, wo man sich wohlfühlt und wo man sich selber toll und heiß und attraktiv und keine Ahnung was fühlt. Ja. Ihr solltet nie irgendwie irgendwelche Äußerlichkeiten darüber stellen, wie ihr euch fühlt und irgendwie... Vor allem allgemein das nicht connecten, also nicht, boah, jetzt habe ich abgenommen, jetzt fühle ich mich gut oder boah, jetzt habe ich zugenommen, jetzt fühle ich mich schlecht. Ja. Das ist... ganz großer Fehler. Dann wird man niemals glücklich, wenn man immer seine Äußerlichkeiten oder seine äußeren Umstände mit seinem Gefühl zusammen verknüpft. Was nicht heißt, dass das nicht jedem auch mal unterkommt, ne? Also na klar. Das war ja gerade die Sache aus dem Also das halt auch nicht vergessen. Ja, aber es ist ja natürlich so, dass man dann denkt, okay, das geht jetzt stetig so weiter und irgendwann sehe ich aus wie ein Hefekloß. Aber es ist ja nicht so, zumal es bei mir und sicherlich auch bei dir nicht fett ist. Ganz, also klar, ein bisschen Fett wird dabei sein, aber sicherlich viel Muskelmasse auch. Und dann ist es klar, dass du mehr wiegst, aber das heißt ja nicht, dass du jetzt irgendwie schlechter aussiehst und das heißt auch allgemein nicht, wenn du mehr wiegst, dass du jetzt weniger wert bist. Also das ist ja das, was einfach noch bei viel zu vielen Leuten im Kopf verankert ist. Mehr wiegen ist gleich weniger wert sein und das stimmt ja überhaupt nicht, weil niemand definiert sich durch sein Gewicht. Und das Ding, was man glaube ich auch nicht vergessen muss, also so von wegen, jemand hat schwere Knochen, das ist Blödsinn so, ne? Mhm. Aber wir haben halt alle unterschiedliche Körperformen und einer hat ein breiteres Becken und der andere hat ein schmaleres Becken. Und dadurch sieht der ganz anders aus, obwohl der einen genau gleichen Körperfettanteil haben kann. Ja. Und irgendwie einfach, weil der Knochenbau anders ist irgendwie. Der sieht dann halt nicht so dünn aus wie der nächste irgendwie. Ja. Gibt es irgendeine Zeit, wo die Suppe dann einfach vor sich hin köchelt? Dann könnten wir nämlich das jetzt. Okay, dann machen wir das nämlich erstmal. Und dann können wir hier reinschnitzen. So, Lena, auch Lenas Wunsch für ihre süßen Socken mit. Okay, also Step 1, wir schneiden, oder Lena schneidet ein bisschen Ingwer in was, in Scheiben, oder? Ja, das ist egal, weil wir pürieren das am Ende sowieso. Okay, und hier haben wir schon mal so ein bisschen Butter schmelzen lassen in the Topf. Kurzfristig dazu entschieden, dass ich den Ingwer so ein bisschen karamellisiere. Den haben wir jetzt da reingetan. Jetzt macht Lena Zucker drauf. Ein Teelöffel Zucker dazu und dann... Gut, nice moves hier. So, und jetzt haben wir hier den Kürbis hinzugegeben und der muss jetzt hier so ein bisschen weich kochen. So, wir haben jetzt ein bisschen Salz noch reingemacht und Gemüsebrühe, also einen Teelöffel. Und jetzt wird das Ganze püriert. So, also wir tun jetzt noch so ein bisschen von der Kokosmilch dazu, damit es ein bisschen, so sämiger wird. Und nach Kokos schmeckt. Because Kokos is life. Also ich habe jetzt noch ein bisschen Chili mit drauf getan, denn das passt ziemlich gut. So insgesamt zu der Kürbissuppe. Und wir reiben nachher noch ein bisschen Zitronenzesten mit rein. Für alle Veganer endet das Tutorial jetzt an dieser Stelle. alle anderen braten noch Garnelen. Wie wir, genau, jetzt einfach gleich noch ein paar nice Garnelen dazu. Nice Garnelen hier. Moms. Geil. Genau, mit einem Spritzer Limettensaft. Das passt super gut. So entschieden, dass wir noch ein bisschen von dem Ingwer da rein. Ja, haben noch ein bisschen Schärfe gebraucht. Genau. Wir machen das ganz professionell mit so einer Reibe. Oh ja. So, it's ready. Sieht voll gut aus. Wir haben schon wieder die gleiche Farbe vom T-Shirt an. Wir haben auch beide einen Dutt. Wie gesagt, aber trotzdem, ich finde, dadurch, dass ich aussehe wie so ein Pudding und du jetzt schön aussiehst, sehen wir uns jetzt aktuell nicht so ähnlich. Ich mag Pudding. Guten Appetit. Das war jetzt der beste ASMR so in meines Lebens. War voll gut. Finde ich echt gut. Vor allem diese Sämigkeit so oben von der Schicht. Das hat schon was. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, das nachzukochen. Hat auch gar nicht lange gedauert. So, wir schnitzen jetzt noch das Gesicht in den Kürbis rein. Das
ist eigentlich süß, oder? Ja, das sieht echt süß aus. Aber kriegen wir das hin? Das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay. Okay. Oh, heute war wieder ein Pumper mit dem Land. So gestunken. Ja, aber bestimmt nach Deo. Das Deo ist da. Nee, bestimmt nach Deo und nicht nach... Na, keine Ahnung, so nach der Kombi. Also bei uns haben die wahrscheinlich irgendwie alle gedacht so, yo, mein Körpergeruch riecht nach nix. Es gibt Essen, ich habe das wirklich schon von drei Typen gehört, die felsenfest behauptet haben, mein Körpergeruch stinkt nicht. Und ich denke mir so, ja, ist klar, dass du dich selber nicht riechst, aber so, weißt du, also... Aber man riecht dich doch auch selber, man stinkt. Ja, manche Leute scheinbar nicht. Warte. Mach, am besten ziehst du mal so raus und machst dann so kleine Stiche. Nee, ich glaube, ich schneide dann das weiter mit dem, weil da kann ich so sägen. How are you like? Richtig gut ist dann. What's happening? Mach ich nicht kaputt. Oh, pass auf deine Finger auf! Hä, hey, die sind hier. Aber du hast da vorne die Hand dran, das ist die Klinge. Nein, ist. Ja. Maybe. Schon wieder? Wenn du dich das nächste Mal geschnitten hast, wundert mich original nix. Original. So. Ich bin schon ein bisschen gespannt, wie wir das mit der Rundung da oben machen wollen, du. Was denn für eine Rundung? Am Auge. Na, dann wird es halt eine eckige Rundung. Wolltest du Geometrie eigentlich auch noch für dein Studium? Was? Wolltest du Geometrie eigentlich auch noch für dein Studium? Nee, Geometrie brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Das waren wir zu Hause wegen eckige Rundung. Also, nee, verstanden. Nee, man braucht vor allem so Stochastik auch. Ich war so okay. Oh Gott, Stochastik. Aber ich hatte mal, alles gut, nicht in Deckung gehen, ich krieg das, I got this. Ich hatte mal 14 Notenpunkte in der Stochastik-LK. Ich war so, what? Meine Lehrerin war auch so, what? Meine Mitschüler waren so, what? Ich war so, what? Also, hat keiner verstanden, wie ich das hingekriegt habe, genauso mit meinem Mathe-Abi. Oh, nice. Da hatte ich ja auch irgendwie 13 Notenpunkte. Ich dachte so, okay. Meine Mathelehrerin, das war richtig süß, die hatte mich dann auch noch am Abi-Ball noch so, ach, ich bin ganz stolz auf deine Note. Ja. Die war halt wirklich gut, ne? Und ich, Dussel, hab meinen Mathehefter weggeschmissen, ja, von der Oberstufe. Ich hab meinen auch. Ich höre meinen Mathelehrer immer noch nachts flüstern. Naja, die Sache ist halt, ich dachte damals halt so felsenfest, ich studiere europäische Medienwissenschaft und brauche nie wieder Mathe in meinem Leben. Nichts da. Deswegen, Kinders, haut eure Hefte nicht weg. Kann man alles nochmal gebrauchen. Das war dann unser fertiger Kürbis. Ich finde, der ist richtig niedlich geworden und macht auf jeden Fall eine sehr schöne Herbstdeko. Ja, das war es dann an dieser Stelle auch mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen, auch wenn es mal nur so ein Labervideo in Anführungsstrichen war. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr mehr von diesen Labervideos haben wollt, weil ich finde, die kann man wunderbar so nebenbei schauen, wenn man irgendwie was isst oder sowas. Oder wenn ihr allgemein mehr Videos mit Lena haben wollt, dann schreibt das auch in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine tolle Zeit und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!